Beim Spiel des FC Hornets gegen den EHC Salzburg sind zunächst einmal die Hornets am Ball. Die Hornets in den weißen Dressen versuchen es, aber es bringt nicht wirklich was ein. Jetzt wieder der EHC Salzburg Süd. Weg mit dem Ball, so ist es richtig. Jetzt aber wieder die Hornets. Das ist Robert Hofbauer, die Nummer 3, passt durch die Mitte, Rückpass. Immer noch die Hornets am Ball. Neuer Versuch. Weiter Schlag und der Ball geht vorbei. War aus dieser Perspektive schwer zu erkennen. Jetzt aber neuer Versuch, der Ball geht ins Out und so ist es keine wirkliche Großchance. Neuer Versuch, weg mit dem Ball, so ist es richtig und die Hornets sind wieder im Angriff. Schuss und Tor, 1:0, herrlich herausgespielt. Der Torwart viel zu weit weg vom Gegner. Jetzt wieder die Hornets. Verlieren den Ball an den EHC Salzburg Süd. Und es geht auf jeden Fall vorbei. Jetzt wieder die Hornets. Wieder über Robert Hofbauer. Ball geht zurück. Und so bringt es natürlich nichts ein. Weiter Abschlag, aber keine Probleme für den Torhüter des FC Hornetzer. Robert Hofbauer versucht es wieder. Pass. Neuer Versuch. Ball geht zurück, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder. Hornets versuchen es, werden hier nicht attackiert. Schuss. Immer noch die Hornets am Ball. Schuss und Tor. Weiterer Treffer für die Hornets. Auch gut herausgespielt, wie ich sagen würde. Neuer Versuch. Immer noch die Hornets. Schuss. Aber der Ball geht auf jeden Fall ins Out. Jetzt wieder Ecke. Pass. Neuer Versuch. Schuss und Tor. Da hat der Torhüter des EHC Salzburg Süd in dieser Situation ziemlich geschlafen, wie ich sagen würde. Jedenfalls gibt es Einwurf und Anstoß im Tor. Den EHC Salzburg Süd. Hier noch einige Szenen aus dieser Begegnung und wieder die Schlussphase. Das EHC Salzburg Süd ist am Ball, versucht es über die linke Seite, aber der Ball geht nicht ins Out, jetzt ist er im Out, ja, Abstoß und wie gesagt, die Hornets gewinnen diese Begegnung letzten Endes klar und auch sehr deutlich.